Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas, bin mal wieder ein bisschen unterwegs auf Lost Place Tour, dieses Mal im schönen Osten. Wie immer mal. Und wie ihr seht, Jens ist dabei und da sind wir jetzt auf dem Weg zu einer Location, was ein Hotel sein soll. Was jetzt natürlich wieder total tricky ist, guckt euch das an. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und hier steht das Hotel. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, ob wir reinkommen und ob wir eine geile Location gefunden haben oder eher etwas, wo wir sagen, hätte man sparen können. Da ist der Urbexer Trampelpfad, gehen wir mal rüber und dann sind wir schon mal auf dem Grundstück. Ja, sehen, hat er schon ziemlich runtergerockt. Das letzte Mal, als ich so durchs Gras geschafft bin, habe ich mir Zecken erkannt. So. Er macht der Bingelbause. Ja, dann schauen wir uns das Objekt der Begierde doch mal einfach an und gucken mal, ob das sinnvoll ist. Da geht's runter und da geht's rein. Schauen wir mal, wenn das nicht auf die Fresse haut oder irgend sowas. Ne? Das wäre jetzt natürlich nicht so toll. Alter. So. Haben wir geschafft. Und da geht's rein, Freunde. Achtung, nicht erschrecken. Da fliegt was rum. Hä? Ein Vogel oder was? Ja. Schaut zumindest so aus, ne? Tatsächlich ein Vogel. Mach das Fenster auf, dass er rauskommt. Ja, wie es ausschaut, hätte ich jetzt mal behauptet, ist ja angefangen worden zu renovieren. Hätte ich jetzt behauptet, oder? Weil hier ist noch Putzeck und alles. Außen ist es besprüht. Riesensaal jedenfalls, so wie ihr das sehen könnt. Krass. Das, guckt euch das Gemälde an. Das ist ja Hammer. Krass. Das Gemälde ist schon echt geil. Gemälde ist schon wirklich krass. So, da geht es dann hoch. Im Keller. Hier geht es dann hoch. Waren wir gar nicht schon? Sind wir von da schon gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Da geht es rum. Also das heißt, wir gehen dann hoch und das war's. Aber guckt euch das Gemälde an. Das Gemälde, das feiere ich gerade. Das Gemälde feiere ich gerade richtig. Schon krass. Der Jens ist wahrscheinlich mal in einem Keller, wie immer. Und ich werde mal nach oben laufen. Aber hier oben ist auch nichts. Ist komplett entkernt. Wann das Gebäude verlassen wurde oder in welcher Art und Weise, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Oben ist komplett entkernt. Ja, da geht es jetzt wieder rein. Das war es eigentlich schon. Wie entkernt ist es? Oben ist komplett entkernt. Da ist nichts zu sehen oben. Vorhin? Weiß nicht, da hat sich aber zu weit nichts gesehen. Also für mich sieht es nicht so aus, als. So ist nichts los, ne? Sag ja. Ist komplett leer. Alle Räume leer. Die Lampe killt mich. Aber die Räume sind leer. Das waren hier die
Hotelzimmer. Ja. Jawohl. Das hier ist vielleicht nicht noch verkehrt, wenn man sich das mal so anguckt. Hat sie sich dann gemütlich gemacht. Ja. Was mich halt ein bisschen tricky macht, sind die Böden. Weil die sind echt nicht mehr die geilsten. Wenn du auf den Böden entlangläufst, merkst du, dass wieder Boden vibriert? Ja, das können ja die Platten auch sein. Ja. Oh. Ja, ich weiß nicht. Da hinten sieht man das nicht so aus, als wären das irgendwelche Platten. Ja, jedenfalls haben wir uns jetzt da mit dem Hotel ein bisschen mehr erhofft. Aber wie es halt so ist, man betritt die Location, weiß es nicht genau, kann was Geiles sein oder halt in dem Fall jetzt ein entkerntes Hotel. Ja, hier geht es wieder raus, da hinten ist noch ein Raum. Ach, da sind wir rumgelaufen, glaube ich, oder? Weil hier ist das Klo. Genau, hier ist das Klo und da geht es wieder rein. Ja, jedenfalls haben wir was Gutes getan. Der Vogel, der jetzt gerade da war, als wir reingekommen sind, der ist weg. Der ist wieder frei, der Vogel. Also haben wir auf jeden Fall was Gutes getan. Ja, hier scheint, also laut meiner Vermutung, ja, einen Umbau stattgefunden zu haben, oder beziehungsweise haben sie mal angefangen und haben dann schnell gemerkt, hey, die Kohle reicht nicht oder das Ding ist komplett durch und haben es dann sein lassen, meiner Meinung nach. Fehlt aber was. Ja, ne? Ein Teil vom Gebäude auf jeden Fall, ne? Weil das liegt hier, wahrscheinlich. Ja, was mit zwei Netten gestanden, wenn sie die noch nicht. Ja, doch. Ja. Da oben war das. Ja. Ja, schade. Schade, schade, schade. Schade, Marmelade, hätte ich jetzt mal gesagt. Lass uns diese unnötigen Scheißdreck gar nicht lange aufhalten. Nee, dann gehen wir weiter. Weiter geht's. Und dann schauen wir weiter, was noch vielleicht eventuell auf unseren Weg liegt. Oder auch nicht. Heute sind wir schon eine Zeit lang unterwegs. Eine Location haben wir gemacht, die war ziemlich gut. War ein verlassener Knast. Ja, dann haben wir eine weitere Location gemacht gehabt. Das war. Ja, was war denn das? Ja, richtig ein Haus. Also quasi. Ja, es war schon komplett durch, das Haus. Also es war nicht schön. Da habe ich auch nicht gefilmt mit der Insta360. Ja. Schade, ganz schade. Aber wie ihr seht. Wir sind im tiefsten Osten unterwegs. Jetzt sagt noch der Hase den Wolf, grüß Gott, oder den Fuchs. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Naja, ich würde sagen, satteln wir die Hühner, fahren zur nächsten Location und schauen, ob wir nach Merkel kommen. Also bis später. So Freunde, die nächste Tour führt uns zu einem verlassenen McDonald's. Ich glaube aber nicht, dass wir da reinkommen, also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber schauen wir halt mal, man weiß es nie. Und deswegen gucken wir doch mal, gehen wir mal den Drive-In durch. Auf jeden Fall ist das eine verlassene McDonald's-Filiale. Wäre zwar echt der Traum, wenn wir reinkommen würden. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es nicht. Wann der McDonald's verlassen worden ist, kann ich euch gar nicht sagen, aber den haben wir halt jetzt als Zufall entdeckt.
Man sieht ja hier, die ganze Straße ist schon komplett, also der Drive-In ist schon komplett zugewuchert und alles. Ja, das Gras wächst hoch wie Sau. Graffitis sind hier schon direkt dran. Das da hinten war der ehemalige Zugang für die Leute, sagen wir, die dort gearbeitet haben. Das ist der Parkplatz. Schade. Schade, Marmelade. Aber ich glaube, dass wir nicht reinkommen. Es hätte mir jetzt richtig Bock gemacht, so einen verlassenen McDonald's mal zu erkunden. Ich meine, man kennt ja McDonald's an sich, aber ich sage jetzt mal, die Küche und alles Mögliche hätte mir schon Bock gemacht, wenn ich ehrlich bin. Hätte mir schon richtig Bock gemacht. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Das wäre es jetzt gewesen, zack, offen. Ist auch schon komplett leer geräumt. Ist aber beschmiert. Ja, ne? War schon mal jemand drin anscheinend. Ja, wenn geht's bloß von hinten. Ah! Tür ist offen. Die Tür wäre offen, aber hier sind die alten Kühlräume. Krass. Guckt euch das an. Hier haben sie das ganze Kühlgeschmack, ihr ganzes Zeug gelagert. Da ist sogar noch eine alte Kühluhr. Hier oben sind die Schalter. Scheiße. Hinten ist offen gewesen, aber. Ich mach gleich eine Tür auf. Hallo, willkommen. Schade. Das wär's jetzt gewesen. Ich habe noch gewusst, ja. Das wäre es jetzt gewesen. Aber leider dicht. Leider, leider. Jetzt schauen wir noch mal auf der anderen Seite. Vielleicht ist da irgendwas offen. Leider, leider zu. Leider, leider. Hier sind die alten Tische. Hier wird auch zu sein, oder? Ja. Schade, Marmelade! Wär auch zu schön gewesen. Ja. Wär auch zu schön gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte und der offen gewesen wäre. Müsste ich das Ganze mal anschauen können. Wäre schon richtig geil gewesen jetzt. Aber wie es halt so ist, mal kommt mal rein, mal nicht. Gerade eben haben wir Pech. Also das heißt, wir kommen nicht rein. Ja, dann würde ich sagen, nächste Location. Urbex-Bus rollt.